Heute haben Sie mich aber geschont, Herr Steiner. Mein lieber Kollege Wanninger, ich habe Sie nicht geschont, sondern ich habe eine besondere Aufgabe für Sie. Die Einbruchsserie in die Pelzgeschäfte? Nein. Dass ich da nicht gleich selber drauf gekommen bin. 5 saubere Einbrüche in der Innenstadt. Erstklassige Spezialisten. Und eine Beute im Wert von fast 1 Million. Ich danke Ihnen schön, Herr Steiner. Nein, nein, Wanninger, nicht die Einbruchserie. Ich habe Herrn Direktor Mitterer vor seinem Urlaub versprechen müssen, Sie nicht aus der Hand zu geben. Ach so. Und was haben Sie für mich versprochen? Eine äußerst wichtige Sache, in die möglicherweise einige hochgestellte Persönlichkeiten verwickelt sind. Und? Erpressung. Geh, Herrn Saff. Wanninger, Sie wissen ganz genau, wie schwer es ist, bei Erpressung eine Anzeige zu bekommen, vor allem aus der High Society. Und jetzt haben wir schon die zweite. Vermutlich steckt eine organisierte Bande dahinter. Und wer ist nachher der High aus der Society? Ja. Ja, was ist, Fröschel? Entschuldigung, Herr Wanninger, in Ihrem Büro wartet ein Konsul Sandmann auf Sie. Das ist er. Ich habe ihm gesagt, er soll sich gleich an Sie wenden, Wanninger. Na schön, von mir aus. Grüß Gott, Herr Konsul, ich heiße Wanninger. Fröschel. Ja. Na? Da sitzen Sie ja schön in der Patsche. Ja, das kann man wohl sagen. Bitte. Sehen Sie sich doch mal diesen Brief und das Foto an. Nicht schlecht, die Kleine. Wann und wo war denn das? Vor 8 Tagen. In Granada. Ja, das ist ein diskretes Hotel in der Innenstadt. Na, gar so diskret. Hat sich's wenigstens gelohnt. Ja, also 50.000 war's bestimmt nicht wert. 50.000? Und jetzt drohen die, ihre Frau zu verständigen. Ja, das ist es ja eben. Naja, meine Frau hat mich sowieso schon im Verdacht. Sie lässt mich beobachten. So, von wem denn? Na, von einer Privatdetektei. Überall. Überall? Ja, das ist der Name der Detektei. Ich habe zufällig eine Rechnung gefunden. Sehr interessant. Ja, also, Herr Konsul, wir können vorläufig nichts weiter machen, als gründlich recherchieren. Im Notfall müssen Sie halt zahlen. Ja, natürlich unter Polizeiaufsicht. Wenn Ihnen der Ort der Geldübergabe mitgeteilt wird, dann lassen Sie uns das bitte schön gleich wissen. Ja? Verlassen Sie sich drauf. Und ich war auf Ihre Diskretion. Kann ich mich doch auch verlassen. Natürlich. Ich habe ja nicht einmal wissen wollen, wie das Mädel auf dem Foto heißt. Der Bild ist sowieso fast jeden Tag in der Klatschspalte. Also dann auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Herr Konsul. Auf Wiedersehen, Herr Konsul. Danke. Also, Fröschel, wenn du mir noch einmal in die Parade fährst. Entschuldigen Sie, Herr Wanninger, ich wollte Ihnen eigentlich nur helfen. Helfen kannst du mir, wenn du rauskriegst, ob diese Privatdetektei überall der Frau Konsul irgendwas Belastendes über ihren Herrn Gemahl berichtet hat. Wenn das nach diesem dokumentarisch belegten Seitensprung nämlich nicht der Fall wäre, dann müsste ich mir diese Detektei einmal ein bisschen näher anschauen. Ja? Grüß Gott. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich möchte gern Herrn Alfons Karl sprechen. Und was kann ich für Sie tun, Herr... Wanninger, Kriminalinspektor. AD, leider. Und was wollen Sie von mir? Ja, schauen Sie, ich bin wegen Meinungsverschiedenheiten mit einem Vorgesetzten ganz plötzlich in den Ruhestand versetzt worden. Naja... Und bei der kleinen Pension, gell, da habe ich mir gedacht... Ach so, Sie wollen bei uns als Detektiv eintreten? Genau. Ja, ich denke, darüber lässt sich vielleicht reden. Warum, sagten Sie, sind Sie pensioniert worden? Ach, weil ich einem gewissen Steiner überhaupt nichts mehr habe recht machen können. Steiner? Oberinspektor Steiner? Ja, kennen Sie den? Sie, das ist ein sauberer Charakter, das kann ich Ihnen sagen. Wer dem nicht Honig ums Maul schmiert, der wird erst einmal ZBV gestellt, so wie ich... Ja, und schließlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als dass er seinen Hut nimmt und geht. Tja, frag's nur meinen ehemaligen Assistenten, den Fröschel. Der kann auch ein Lied davon singen. Also gut, ich werde es mir überlegen, Herr Wanninger. Holen Sie sich am Nachmittag Bescheid. Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn es klappt. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Sag mal, hast du einen kurzen in der Leitung, einen von der Polente? Was ist, wenn der dich ausschmiert? Mich schmiert keiner aus. Außerdem überprüfen wir erst mal, ob alles stimmt, was er gesagt hat. Machst du das auf deine bewährte Tour, Erna? Okay, Chef. Oh. Gut, Sie Vierten, können Sie nicht aufpassen. Entschuldigen Sie bitte.
Ah ja, so schlimm ist es ja nicht. Ich kehrt schon lange in die Reinigung die Hosen. Es tut mir aber wirklich leid. Ich bezahle das selbstverständlich. Ja, Liebster, setzen Sie sich zu mir her. Ist für mich Entschädigung genug. Gestatten, Fröschel. Das tut mir aber so leid. Ich ersetze die Hose, wenn sie hin ist. Ja, die ist doch uralt. Ich meine, für den Dienst, da geht's noch lang, gell? Ach, für den Dienst? Ja. Was machen Sie denn so im Beruf? Ach, nichts Besonderes. Ich bin nur bei der Kriminalpolizei. Das ist aber interessant. Erzählen Sie mir doch ein bisschen. So, was möchten Sie denn gern hören, Fräulein? Erna. Erna. Mhm. Wissen Sie, ich habe da einen Verwandten, der hat einmal mit einem gewissen Inspektor Wanninger zu tun. Ach ja, unser alter Wanninger. Ja, ja. Ist ewig schade, dass der schon in Pension hat gehen müssen, aber mei. Wenn er immer einen Krach anfängt mit dem Steiner, gell? Ist denn dieser Steiner so schwierig? Haben Sie eine Ahnung. Können Sie mich brauchen als Privatdetektiv? Ja, Sie sind eingestellt. Über Ihr Gehalt sprechen wir nach dem ersten Probeauftrag. Und wann kriege ich den? Heute Nacht. Mhm. Sie verfolgen im Auftrag einer Klientin einen schwarzen Sportwagen mit der Nummer MTW 190, um festzustellen, wo der Fahrer übernachtet. Als Beobachtungsfahrzeug steht Ihnen ein Transporter zur Verfügung, den Sie um 2.35 Uhr in einer Ausfahrt in der Märtenstraße 39 übernehmen. Sollten Sie den zu observierenden Wagen verlieren, so stellen Sie das Beobachtungsfahrzeug in Leim am St. Ulrichplatz ab. Herr Wanninger, rasch! Ja? Der kleine Schwarze dort hinten. Mhm. Der Transporter steht in der Einfahrt. Hier sind die Schlüssel. Bitte aus und zeigen uns Ihre Ladung. Halten Sie mich nicht auf, Pichler, mir pressiert's. Sie sind's, Herr Wanninger. Sie sind gerade der Richtige für einen Liebesguttransport. Ja, ich hab den ganzen Kahn voll. Aber jetzt lassen Sie mich endlich durch. Ja, ja. Und wie erklären Sie sich das, meine Herren? Wir sind 3,5 Minuten nach dem Alarm am Tatort gewesen. Wir haben die ganze Gegend gründlich durchsucht. Die gestohlenen Pelzwaren können sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Pichler. Sind denn wirklich alle in Frage kommenden Fahrzeuge genau kontrolliert worden? Selbstverständlich, Herr Oberinspektor. Bis auf den Transporter von Herrn Wanninger natürlich. Was sagen Sie, der Wanninger? Ja, der ist aus der Innenstadt durch die Sperre gekommen und hat es ziemlich eilig gehabt. Sie können gehen, meine Herren. Dankeschön. Fröschel, noch einen Augenblick, bitte. Ja, Herr Oberinspektor? Ich frage Sie jetzt sehr ernst. Wissen Sie etwas über diese seltsame Transportfahrt Wanningers? Keine Ahnung, Herr Oberinspektor. Ich möchte wissen, was Wanninger treibt. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich sage euch, dieser Blattfuß-Indianer wird noch viel mehr für mich tun. Mensch, Alfons, was denn noch? Der Fall Konsul Sandmann steht vor dem Abschluss. Ach, Erna, pack doch mal die Unterlagen zusammen. Heute Nachmittag wird das Geld übergeben. Na und? Was meinst du, wer mir den Zaster holen wird? Das weiß ich nicht. Was denn? Doch nicht etwa der? Genau der. Mensch, Alfons, weißt du denn nicht, was das heißt, wenn der das Geld der Polente übergibt? Ach, das wird er nicht tun. Du wirst staunen, genauso wie heute Nacht. So, nun nimm das Zeug und pack's endlich in den Tresor. Ich werde immer nervös, wenn hier sowas rumliegt. Ja, okay, ich bin ja schon weg. Tschüss, mein Schatz. Ciao. Was sag mal, Chef, riskierst du nicht zu viel? Das lass mal meine Sorge sein. Schreib du lieber den Abschlussbericht an die Frau Konsul. Beobachtung ohne Ergebnisse, du weißt schon. Grüß Gott. Also ich trau mich fast nicht mehr her, weil ich gestern Nacht den Sportwagen aus den Augen verloren hab. Aha. Schlimm genug für Sie, Herr Wanninger. Tja. Ah. Probieren wir es halt noch mal. Ich habe einen neuen Probeauftrag für Sie. Ja, dann danke halt recht schön. Was soll ich denn machen? Soeben hat ein anonymer Klient angerufen, der partout seinen Namen nicht nennen wollte. Naja, an sich mache ich ja solche Sachen eigentlich nicht, aber das scheint eine harmlose Sache zu sein. Ja, und was ist es? Wir sollen an irgendeiner Stelle ein Päckchen für ihn abholen. Wollen Sie das übernehmen? Ja, gern. Na, fein. Na, sowas? Der Herr Wanninger? Aber wenn der das Geld selber sicherstellt, ist die Aktion wohl abgeblasen. Komisch, dass er uns nichts davon gesagt hat. Ja, ja, das schon. Aber Sie machen ein Gesicht, wie wenn Sie wirklich nicht gewusst hätten, was Sie da durch die Polizeisperre geschmuggelt haben. Habe ich auch nicht. Aber das zahle ich denen heim. Das kennen Sie jetzt, Herr Wanninger.
Sie haben doch das Erpressergeld selber geholt und abgeliefert. Und? Was ist damit bewiesen? Gar nichts. Der Konsul macht nicht mehr mit. Er hat Angst vor einem Skandal. Also ist er als Zeuge wertlos. Und was machen wir jetzt? Denke mal nach, Fröschel. Die Pelzdiebe und die Erpresser, die hängen doch offensichtlich miteinander zusammen. Man müsste ihnen also die Möglichkeit für eine saubere Erpressung servieren. Wenn wir zum Beispiel jemand hätten, der von der Detektei bei einem Seitensprung beobachtet wird und der dann nach einer Erpressung auch ganz bestimmt Anzeige erstatten tät, na, dann hätten wir doch die Erpresser. Und die Pelzdiebe, die würden wir sicher auch aus ihrem Versteck locken. Meinst du nicht? Naja, ich wüsste vielleicht sogar jemand, der bestimmt Anzeige erstatten tät. Bloß, ob man dazu überreden könnte? Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Warum eigentlich nicht? Wenn ihm damit eine wichtige Belastungszeugin für die Einbruchsserie präsentiert wird? Was soll ich? Jetzt ist der Wanninger wohl ganz und gar übergeschnappt, Fröschel. Nein, das glaube ich nicht, Herr Oberinspektor. Anders kommt man an die nicht dran. Besagte junge Dame, übrigens sehr attraktiv. Ich soll in einem obskuren Hotel mit einer... Also das kann nicht mal der Wanninger von mir verlangen. Diese Dame, meinte Herr Wanninger, ist höchstwahrscheinlich eine wichtige Zeugin in Sachen Einbruchsserie. Das ist mir ganz egal. Was sagen Sie da? Ja, durch Sie könnte man die Einbrecherbande auffliegen lassen, meinte Herr Wanninger. So, meinte Herr Wanninger. Aber doch nicht mit solchen Methoden. Er wollte Ihnen nur einen Hinweis geben zur Einbruchsserie. Aber wenn Sie nicht wollen, bitte vergessen Sie es. Also über den Charakter von dem Steiner, da sage ich am besten gar nichts, weil er mir sonst nicht mehr bremsen kann. Ach, erzählen Sie ruhig, Herr Wanninger. Wir Privatdetektive können gar nicht genug von der Kripo hören. Wissen Sie, im Dienst, da spielt er den Scharfen, den Korrekten. Aber privat, oh mein. Wieso spielt er, trinkt er oder? Ich glaube schon eher oder. Man munkelt nämlich, dass er eine Schwäche hat für das schöne Geschlecht. Sieh mal an, der Herr Oberinspektor. Ja, das kommt jetzt öfters vor, dass er nicht daheim übernachtet. Verstehen Sie mich? Wo ist er denn dann? Na, erst vorhin bin ich dem Fröschel begegnet. Der hat gesagt, er hat zufällig gehört, dass der Herr Steiner für heute Nacht ein Hotelzimmer bestellt hat. Ein Doppelzimmer. In welchem Hotel war denn das? Ja, warten Sie mal. Das weiß ich gar nicht mehr. Das war irgend so was Spanisches. Vielleicht Hotel Granada. Ja, ich glaube, so hat's geheißen. Tja, Herr Wanninger, leider gibt's heute für Sie nichts mehr zu tun. Schauen Sie morgen mal wieder vorbei, ja? Ist schon recht. Also, auf Wiedersehen. Erna, wenn das stimmt, dann haben wir grünes Licht. Über einen von der Kripo, geht denn das? Mensch, Erna, mit einem Oberinspektor an der Leine kann jetzt überhaupt nichts mehr passieren. Ja, Anton? Du, hat bei euch für heute Nacht ein gewisser Steiner ein Zimmer bestellt. Ja? Gut. Dann gib ihm aber auch das richtige Zimmer, klar? Wenn er sich keine Puppe mitbringt, dann weißt du, was du zu tun hast. Klar. Das Knipsen übernehme ich diesmal selber. Denk nicht so viel, Anna. Kann sein, dass wir dich noch brauchen. Wieso denn? Der hat doch eine Puppe. Bitte bleiben Sie vor dem Bild. Nun sei doch nicht so ein Eisberg, mein Schätzchen. Komm, gib dem lieben Willi ein Küsschen, ja? Und jetzt hauen Sie mir einen runter, Kollegin Strobel. Muss ich wirklich, Herr Oberinspektor? Das ist ein dienstlicher Befehl. Nur ein kleines Küsschen, mein Igelchen. Da haben Sie Ihr Küsschen, Sie Lustmolch. Mensch, ist das ein Amateur. Los, mach dich fertig. Nanu, was machen Sie denn in meinem Zimmer hier? Das ist zwar mein Zimmer, aber... Pardon. Nein, bitte bleiben Sie doch. Oder haben Sie schon Gesellschaft? Ich bin mutterseelenallein. Genau wie ich. Niemand mag mich. Oh, armer Kleiner. Komm, wir trinken einen, ja? Ja. Einen für dich und einen für mich.
auf uns zwei Hübschen. Was für ein glücklicher Zufall, dass Sie sich in der Tür geirrt haben. Ich habe nämlich eben ein entsetzliches Erlebnis gehabt. Och, wie können wir denn das nur wieder gut machen? Ich heiße Erna, und du? Willi, Prost. Was meint denn, Herr Wanninger, ob der Karl die Unterlagen für seine Erpressungen da im Granada hat? Na, so dumm wird er wohl kaum sein. Was mir jetzt viel mehr Sorgen macht, ob's der Steiner schafft. Da schau her. Also das hätte ich nicht geglaubt, dass der Steiner so gut ist. Der hat ja den Karl ganz narrisch gemacht. Los, fahr ihm nach, vielleicht macht er eine Dummheit. Fischl, da ist er hin. Los, Leute, macht mal ein bisschen Dampf. Morgen Mittag müssen wir in Hamburg sein. Karl, hol den LKW. Beeilung! Ihr kriegt eure Kohle nicht umsonst. Erwin, was ist? Wir müssen sofort abhauen. Warum? Der Steiner hat im Hotel Granada alles rausgekriegt. Und sich die Anna geschnappt. Verdammt! Sollen wir den ganzen Kram hier liegen lassen? Da draußen schleichen zwei Kerle rum. Steiner? Los, zwei? Nein, so dämlich ist er nicht. Los, alles in Deckung. Herr Wanninger, meinen Sie nicht, dass wir ein bisschen zu wenig sind? Natürlich, aber was nützt's? Wir müssen sie aufhalten, bevor sie uns abhauen. Also komm. Nanu, Herr Wanninger, was suchen Sie denn hier? Hm? Sie suche ich, Herr Karl. Täusche ich mich oder haben Sie hier irgendwo die Unterlagen für Ihre Erpressungen? Runter mit den Spritzen, alle beide! Was habe ich gesagt? Verlass dich auf den Steiner. Los, weg mit der Spritze. Am besten lege ich die beiden um, Alfons. Rein in eine Kiste und weg sind sie. Keine Zeit zum Verpacken, Erwin. Los, kommt. Wir nehmen sie als Geiseln mit. Ein Moment. Soll dieser hinterfotzige Bulle auch noch mitkriegen, wohin wir uns absetzen? Jetzt dreht nicht so viel, wir müssen weg. Von mir aus. Aber vorher lege ich ihn um. Hände hoch! Werfen Sie die Waffen weg, das Gebäude ist umfällt. Puh, das war aber höchste Zeit. Na, was habe ich dir gesagt? Auf den Steiner kann man sich verlassen. Also, zuerst besten Dank, Herr Wanninger. Für die Zeugin Erna, meine ich. Oh, bitte sehr, gern geschehen. Wir haben alle gestohlenen Pelzsachen sicherstellen können. Das freut mich für Sie, Herr Steiner. Übrigens haben wir in einem Verschlag in der Lagerhalle auch einen Tresor gefunden. Das haben wir doch gedacht. Aus den darin befindlichen Unterlagen geht eindeutig hervor, dass Alfons Karl die Beobachtungsaufträge misstrauischer Ehefrauen dazu missbraucht hat, die ertappten Ehemänner zu erpressen. Damit wäre auch dieser Fall abgeschlossen. Höchst erfreulich, nicht? Das schon, aber jetzt kommen wir zu den weniger erfreulichen Dingen, Herr Wanninger. Ach, gibt's die auch? Transport von Diebesgut könnte eventuell als Beihilfe § 49 oder aber auch als Begünstigung § 257 Strafgesetzbuch angesehen werden. Aber nur bei wissentlich, Herr Steiner, soviel ich weiß. § 49 Absatz 1. Aber ob das auch für eine Geldübernahme bei einer Erpressung § 253 gilt? Na, da könnte man doch vielleicht den § 59 Tatbestandsirrtum gelten lassen. Meines nicht? Das müsste eigentlich der Staatsanwalt entscheiden. Einen Moment, Herr Steiner. Weil wir gerade dabei sind. Hat nicht der Herr Alfons Karl bei seiner Verhaftung einen Fotoapparat bei sich gehabt? Ja, das wohl schon. Na, also die Bilder müssen doch inzwischen entwickelt sein. Na und? Sie, wenn die der Staatsanwalt sieht. Na, was meinen's, was ihm dabei für ein Paragraph einfällt? Ja, störe ich? Na, frisch, es ist gut, dass du störst. Der Herr Steiner und ich, wir wollten uns gerade gegenseitig verhaften. Was? Ja. Ja.